Es gibt weitere Lockerungen und Erleichterungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in Brandenburg. So sind zum Beispiel seit 22.04. Einzelhandelsgeschäfte mit bis zu 800 Quadratmetern Fläche auch im Landkreis Oberspreewald-Lausitz wieder geöffnet. Es ist so, dass es im Bereich Kita-Schulen Erleichterungen geben wird. Der ÖPNV wird wieder hochgefahren. Unser Museum wird ab kommender Woche geöffnet sein. Der Tierpark wurde mittlerweile geöffnet. Also es gibt einige Lockerungen. Und genau nachlesen kann man das also in der Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg oder man schaut auf unsere Homepage des Landkreises unter www.osl-online.de. Die Notbetreuung in den Kita-Einrichtungen wird ab dem 27. April ausgeweitet. Die sogenannte Ein-Eltern-Regelung wird auf alle Berufs- und Bedarfsgruppen der kritischen Infrastruktur ausgeweitet. Außerdem können Alleinpersonen-Sorgeberechtigte, unabhängig von einer Tätigkeit in den genannten kritischen Infrastrukturen, die Notfallbetreuung ebenfalls in Anspruch nehmen. Grundvoraussetzung bleibt aber, dass die Sorgeberechtigten eine Betreuung im häuslichen Umfeld nicht organisieren können. Den Antrag dafür findet man ebenfalls auf der Internetseite des Landkreises. Wir haben zurzeit eine Betreuungsquote von ca. 14%. Gehen davon aus, dass sich das in der kommenden Woche dann auf ca. 30-35% erhöhen wird. Man muss mal abwarten, wie die Dinge sich entwickeln. Aber wir sind ganz zuversichtlich, dass wir das gut organisiert bekommen, gemeinsam mit den Städten und Gemeinden. Eltern, deren Kinder bereits in der Notfallbetreuung sind, müssen übrigens keinen neuen Antrag stellen. Aber nicht nur in den Kitas kehrt langsam wieder mehr Leben ein. Nach knapp 4 Wochen stehen nun erste Schritte zur Öffnung der Schulen an. Ich würde empfehlen, dass sich die Eltern bitte die Allgemeinverfügung des Landkreises anschauen sollen. Und insbesondere wird das Land Brandenburg über die staatlichen Schulämter direkt die Eltern anschreiben. Und dort ist aufgeführt, in welchen Staffelungen und Stufen dann die jeweiligen Jahrgangsstufen in den Schulformen dann mit einem Schulbetrieb wieder aufnehmen werden. Also wir werden, wie gesagt, beginnen mit dem Bereich der 10. Klassen, aber es soll dann auch möglich sein, die 11., 12. Klassen wieder zu beschulen. Und es wird dann also auch im Bereich der Grundschulen eine Öffnung geben. Einhergehend mit der schrittweisen Öffnung der Schulen ist natürlich auch der Busverkehr für alle Schülerinnen und Schüler wieder gefragt. Ab dem 27. April wird das der Fall sein und das in voller Gänze, sodass die Schülerinnen und Schüler dann den vertrauten ÖPNV auch wieder in Anspruch nehmen können. Nicht nur, aber auch für den ÖPNV kommt nun die Mundschutzpflicht. Nachdem viele Bundesländer den Schritt ziemlich schnell gegangen sind, zieht Brandenburg nach. Die Menschen in OSL müssen keine Maske aufsetzen an jedem Tag der Woche, sondern es ist in Brandenburg vorgesehen, dass für den Bereich des Einzelhandels und den ÖPNV eine Mund- und Nasenbedeckung geben soll. Es muss also keine FFP2 oder FFP3-Maske käuflich erworben werden, sondern es reicht auch aus, ein Schal, ein Tuch vor das Gesicht, vor den Mund und die Nase zu halten oder diese damit zu bedecken. Das ist vollkommen ausreichend, um also zum Beispiel einen Bus nutzen zu können oder ein Einzelhandelsgeschäft aufsuchen zu dürfen. Mit diesem Schritt hofft man, die verhältnismäßig schwachen Erkranktenzahlen an Covid-19 im Landkreis weiterhin niedrig zu halten. Wie ernst diese Krankheit ist, durften wir von einem Betroffenen erfahren. Michael B., 58 Jahre alt, Patient im Klinikum Niederlausitz, erklärte sich bereit, Seenluft 24 ein Statement zu geben. Der Anfang der Erkrankung deutete für ihn selbst auf eine klassische Grippe hin. Fieber, dann wurde der Husten dann stärker, wurde dann ein Abstrich gemacht irgendwann und dann eben positiv. Zum Wochenende hin eben halt war das dann so schlimm, dass ich dann rein musste und dann eben am Sonntag, glaube ich, war das, ins künstliche Koma versetzt wurde. Nach der Einlieferung in das Klinikum Niederlausitz wurde schnell gehandelt, da sich der Patient bereits in der zweiten, der späten Phase der Erkrankung befand, so Oberarzt Thomas Schneider. In Zusammenschau der Befunde hat Herr sich in einem akuten Lungenversagen befunden, was wir ARDS nennen und auch in einer schweren Form des ARDS, sodass er dann auch relativ zügig beatmungspflichtig wurde. Und die Beatmungstherapie haben wir auch gleich eingeleitet. Und alleine mit der Beatmungstherapie war es tatsächlich nicht getan. Es war wichtig, dass wir weitere Maßnahmen durchführen, wie zum Beispiel eine Bauchlagerung. Das ist ein hoher, auch pflegerischer Aufwand, weil ein Patient, der selber nicht mitmachen kann, 16 Stunden lang auf den Bauch gelegt werden muss, wieder umgelagert werden muss. Und das haben wir 3 Tage lang gemacht mit ihm. Es war für den Herrn in den ersten Tagen eine lebensbedrohliche Erkrankung, womit nicht zu spaßen ist. Glücklicherweise konnten durch die Art der Behandlung sekundäre Schäden beim 58-jährigen Patienten verhindert werden.
Dazu gehörte neben der Lagerungstherapie, die wir gemacht haben, dass wir Herrn relativ schnell aus dem, was er auch als künstliches Koma bezeichnet hat, was wir Analgosedierung nennen, dass wir das eben so gut es geht und schnell reduzieren. Und Herr war den Großteil der Therapie bei uns tatsächlich erweckbar und kontaktierbar und hat auch in den letzten zwei Dritteln seiner Intensivbehandlung aktiv an seiner Genese teilgehabt. Und das ist auch ein großer Beitrag, den die Pflege dort geleistet hat, die quasi tagtäglich jede Minute mit am Bett waren und dort ihr Bestes getan haben, sodass wir Herrn ohne weitere Komplikationen durch diesen schweren Verlauf begleiten konnten. Froh über diesen guten Ausgang ist natürlich auch Michael B. selbst. Nach zwei negativen Tests ist er nachweislich genesen und findet für die Betreuung am Klinikum Niederlausitz klare Worte. Daumen hoch, alle top, von den Ärzten bis über die Schwestern, Pfleger, gut behandelt worden, alles, hat alles funktioniert und die waren immer für mich da. Und die haben mich hier hochgepöppelt, kann ich sagen. Und das ist ja nun das Entscheidende gewesen. Für den Patienten geht es nun noch zur Reha, um nach dem langen und schweren Verlauf den geschwächten Körper zu stärken, mit dem Ziel, zurück in die Erwerbstätigkeit und ein normales Leben. Nach Corona ist ihm eins jedoch deutlich bewusst geworden. Das ist nicht so wie eine Grippe gewesen, denke ich mal. Das war schon irgendwie anders. Jetzt kann man das verstehen. Ich meine, man hat ja selber rumgeulgt vorher mit diesem Corona. Aber jetzt kann ich es nachvollziehen.